Hey Leute, hier ist Handit. Ja, mir wurde gerade noch ein Video zugespielt. Originallink packe ich euch in die Beschreibung, wo man wahrscheinlich unseren Boss bereits sehen wird. Es gibt ja noch diese Tencent-Version, die völlig unabhängig ist von allen anderen Casual-Clash-Versionen, Sprachversionen. Und da wurde bereits vor einem Jahr ein Boss implementiert, der scheinbar, zumindest vom Aussehen her, der Boss ist, den wir auch bekommen. Und ich lasse einfach mal das Video Boss gucken. is dirt. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Ihr sieht relativ ähnlich aus. Und da seht ihr den Boss. Der scheint da den normalen Boss zu ersetzen. Hier gibt es auch in drei verschiedenen Ausführungen. Also normal, Elite und hier hinten legendär. Und wir schauen uns einfach mal den Kampf an. Und da seht ihr, ne, er hat Flammen. Also ich denke schon, dass der Boss ist wahrscheinlich ist, den wir bekommen. Mit seinen orangenen Leuchten, Skelettrüstung. Und seiner großen Zweihandwaffe. So, er hat ja allerdings diesen, ich weiß nicht, wie er heißt, Mönch, der macht, ich weiß nicht, ob es der Boss löst gleich seinen Skill aus, genau, ich weiß nicht, ich glaube, das ist die Attacke, allerdings von dem Helden und nicht vom Boss, aber kann man schlecht erkennen. Ich glaube, jetzt haut er noch ein paar weitere Helden rein, springt mal ein Stück vor, okay, da haben wir nochmal mit Schild. Ja, schwer zu sagen. Ob das die Range ist vom Boss oder ob das der kleinere Kreis ist oder was genau. Aber ich denke mal, wenn sie zumindest das Aussehen her vom Boss übernehmen, dann haben wir auch große Chancen, dass der Boss so aussehen kann. Gucken. Hier habt ihr nochmal ein Bild von dem Boss, wie er auf der chinesischen Version aussieht. Ja, es ist nur die Frage, ist es der Boss, den wir auch bekommen oder nicht? Ändert sich nochmal was? Aber ich denke, vom Aussehen her. Können wir hier nochmal vorspringen? Ja, so in etwa wird er wahrscheinlich aussehen. Schauen wir uns nochmal an. Ja, passt zu dem Screenshot, was wir veröffentlicht haben, passt zu dem Bild von der chinesischen Version. Und das ist ja relativ einfach, den fertigen Helden denn zu implementieren. Frage ist, wird er den bisherigen Bosse komplett ersetzen, so wie scheinbar auf dieser Version? Oder werden wir einen extra Bereich für ihn kriegen? Also sehr interessant. Also mal gucken. Ja. Wie gesagt, ich packe euch den Link in die Videobeschreibung und ja, ich bin gespannt, was ihr von dem Boss haltet, ob ihr euch drauf freut oder ja, sagt, ja, ist ja nur ein Abklatsch. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Das war's von mir. Euer Mante. Tschö.